Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Aus gegebenem Anlass werde ich heute etwas zum Besten geben. Und vielleicht fragst du dich, was der gegebene Anlass ist. Nun ja, der gegebene Anlass sind die neuesten Entwicklungen in dem Land, das, sagen wir mal, für Deutschland von großer Bedeutung ist, weil es ja der große Bruder und Freund Deutschlands ist, nämlich Amerika, also unsere Besatzungsmacht. Das ist der gegebene Anlass. Und zu diesem gegebenen Anlass möchte ich dir etwas vorlesen, damit du nachdenken kannst und das Gehörte in Relation setzen kannst zu dem, was sich im Augenblick in immer größerer Geschwindigkeit abspielt. Vielleicht kannst du deine Lehre daraus ziehen, zu deinem eigenen Guten, zum Guten deiner Nächsten, zum Guten für dieses Land. Ja, hörst dir an, wenn du möchtest, oder schalt aus, wenn du schlafen möchtest, weiter schlafen möchtest. Es steht dir frei, jedem wird Recht geschehen und jedem geschieht Recht. Entsprechend des Rechtes, in das er sich stellt. Manche stellen sich gar nicht ins Recht, die stellen sich lieber ins Link, weil es im Augenblick populär noch ist. Die Menschen haben einfach noch nicht begriffen, dass Recht nicht rechts ist im Sinne dessen, wie es die meisten verstehen, sondern dass links rechts ist in dem Sinne, wie es die meisten verstehen. Ein Wort an die Menschen dieser Zeit. Und dieses Wort ist jetzt fast 3 Jahre alt. Dieses Buch entstand in einer Zeit des Übergangs. Als ich damit begann, an ihm zu schreiben, lebten die meisten Menschen noch im Glauben an die alte Ordnung, die den meisten von uns ein Leben lang durch subtile Vermittlung von Scheinwerten und durch ein generationsübergreifendes Erziehungsprogramm beigebracht worden war. Hierdurch war es gelungen, den Menschen, der seinem Wesen nach absolut frei und unabhängig ist, in die Position eines Befehlsempfängers und Energielieferanten zu bringen, der mit Leib und Leben als Bürger, also als Bürger, für ein korruptes System zu haften hatte. Jene Menschen, die es gewagt hatten, an ihrer Freiheit und Selbstbestimmung festzuhalten, wurden indessen zu Systemfeinden, kleiner Einschub, Querdenkern, Nazis, Staatsfeinden und so weiter, Schwurblern, erklärt. Und im Namen des Volkes, oder sagen wir im Namen der Bevölkerung, zur Rechenschaft gezogen. In dieser Weise wurden über Jahrhunderte hinweg unzählige Menschen und sogar ganze Völker ihrer Freiheit und Lebensgrundlagen beraubt und auch ausgelöscht. Das ist der Weg vom Volk zur Bevölkerung. In diesem Zusammenhang sei all jenen gedacht, die zunächst durch sogenannte Glaubenskriege und später durch Wirtschaftskriege um ihre Existenz gebracht wurden.
alle diese Sanktionen, lateinisch in Klammern, Heilungen, hatten, auch wenn es stets so suggeriert wurde, nie etwas mit dem Schutz des Gemeinwesens zu tun. Vielmehr dienten sie der Versorgung und dem Erhalt von Mächten, ich nenne sie Besatzungsmächte, die ihrem Wesen nach ganz und gar lebensfeindlich sind und deshalb auf die Ausbeutung freier Wesen angewiesen sind. Jede Besatzungsmacht hat nur ein Ziel, nämlich das Guthaben der Menschen in der besetzten Provinz abzuschöpfen. Einschubende. Die rasanten Entwicklungen, die zu Beginn des Jahres 2020 ihren Anfang nahmen und die im weltweiten Zerfall des bis dahin gültigen und allgemein akzeptierten Verwaltungs-, Glaubens- und Finanzwesens mündete, öffnete vielen Menschen die Augen für die Wahrheit jenseits der Täuschung. Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die an der aktiven Gestaltung der Zukunft interessiert sind, also die Macher, nicht die Sacker, und den Willen haben, sich aus dem Bann ihrer alten Programmierung zu befreien, aus der Besatzung zu befreien. Für euch habe ich dieses Buch geschrieben. Das war, wie gesagt, vor 3 Jahren. Und jetzt stehen wir da, wo wir heute stehen. Und das ist gültiger als je zuvor. Es liegt an dir, es liegt an uns, ob wir das Steuer wenden können. Und alle Zeichen stehen sehr gut dafür, dass wir das Steuer wenden können. Alles, was sich im Augenblick ereignet, so hart das auch sein mag, so hart das auch werden mag, hilft. Wobei hilft es, zur Besinnung zu kommen, aufzuwachen, die Wahrheit anzuerkennen. Noch weigern sich die meisten, verbissen, die Fakten anzuerkennen. Doch die Fakten werden immer offensichtlicher. Und das, was gestern in diesem Land, aus dem die Besatzung hervorgeht, was sich da gezeigt hat, das wird den Prozess nochmal beschleunigen. Beschleunigte Prozesse, das ist, was im Augenblick abläuft. Und beschleunigte Prozesse verursachen ein gewisses Maß an Chaos. Das heißt, die bestehende Ordnung, wenn sie sich auflöst, dann entsteht Unordnung erstmal. Und in dieser Phase der Unordnung, die uns bevorsteht, da wirst du und auch alle anderen für sich selbst sorgen müssen. Und daher wäre es gut, wenn du jetzt möglichst zeitnah dafür sorgst, dass du versorgt bist. Denn niemand kann hier davon ausgehen, dass er weiterhin versorgt werden wird. Auch das ist schon medial verbreitet worden. Das ist, woran ich erinnern möchte, mehr nicht. Der Mensch ist seinem Wesen nach frei, unabhängig,
seinem Wesen nach perfekt und in jeder Weise gut. Und wer das erkennt, der kommt in die Kraft. Und wer in der Kraft ist, der wird etwas tun können. Und wer nicht in der Kraft ist, der wird auch nichts tun können, außer weiterhin in Abhängigkeit verharren. Das Maß deiner Kraft misst sich an dem, was du zu geben fähig bist, was du zu tun fähig bist. Und wenn du weiterhin dem folgst, was dir über die Medien beigebracht wird, dann wirst du nicht in die Kraft kommen können. Also besinn dich auf dich selbst, besinn dich auf dein Herz, besinn dich auf dein Gewissen, also das Wissen des Herzens. Und dann wirst du wissen, was zu tun ist. Mach die Augen auf, mach die Ohren auf und mach deinen Mund auf und sprich die Wahrheit deines Herzens. Das ist meine Empfehlung an alle Menschen, die ein gewisses Maß an, früher hätte ich gesagt Vertrauen, heute sage ich Treue in sich haben. Gut, was noch? Morgen geht's wieder für mich in mein gewähltes Exil, in die Außenbotschaft, in das derzeitige Staatsgebiet Polen. Ja, und ich werde wieder nach Deutschland kommen. Und wenn die große Unordnung in Deutschland ausbricht, dann werde ich in Deutschland sein. Denn da ist mein Platz in dieser Zeit. Und dann wird das große Kunststück für mich zu leisten sein, die Außenbotschaft zu halten, die Stellung zu halten. Und wer mir dabei helfen will, der kann das tun. Der kann mir eine E-Mail schicken. Und warum überhaupt möchte ich die Stellung in dem Staatsgebiet, was heute Polen heißt, halten? Will ich dir auch sagen, es gibt da was zu tun für die Menschen, die dort leben und auch für die Ahnen, die dort liegen. Und seit 76 Jahren keinerlei Licht, keinerlei Beachtung und keinerlei Würdigung erfahren haben. Und das ist nicht gut. Das ist weder gut für die Geister der Ahnen. Die konnten nämlich keine Ruhe finden. Und es ist auch nicht gut für die Sprösslinge dieser Ahnen, denn das schwächt die. Und es ist auch nicht gut für meine lieben Freunde, die Polinnen und Polen, die mir am Herzen liegen, denn die leben auf diesem Boden. Und auch das hat Auswirkungen, die weder für den Körper noch für den Geist erbaulich sind. Und ich sehe meinen Dienst darin, etwas für die Polen und etwas für die Deutschen zu tun. Denn diese beiden Völker, Brudervölker, sind seit vielen hundert Jahren aufs Engste verbunden, haben Seite an Seite gelebt, sind vermischt und wurden immer schon zertrennt, zerteilt durch die gleichen Kräfte, die noch heute die Menschen hier und dort zerteilen wollen. Die gleichen Kräfte, die die Menschen in Deutschland zerteilen wollen, die Menschen in Polen zerteilen wollen, ganz Europa zerteilen wollen, um diese ganzen Menschen lenken zu können. Und mir geht es um
die Einheit, um die Einigkeit, denn aus der Einigkeit erwächst das Gute, das Recht und die Freiheit. Das ist mein Dienst, den ich leisten will. Und jeder Mensch, jeder Hinhörer, der das zur Kenntnis nimmt, kann dazu beitragen, wenn er möchte. Und das soll es an dieser Stelle sein. Schau dir gern die Informationen an, die unterhalb dieses Videos gegeben sind. Da sind meine Kontakte. Schau dir auch gerne die anderen Filme auf diesem YouTube-Kanal an und du wirst erkennen, was ich tue, was ich im Schilde führe, wofür ich das alles mache. Machen. Es geht ums Machen, ums Tun. Darum geht es aus meiner Sicht und nicht ums Machen lassen. Es geht um das Walten und das Schalten und nicht darum, sich verwalten und verschalten zu lassen. In welcher Zukunft willst du leben? Überleg dir das mal. Wer soll es richten? Die anderen? Oder du und ich und wir? Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung? Aufbau oder Abbau? Wenn die Niedergangsstrecke, in der wir uns seit über 76 Jahren befinden, in eine Aufwärtsbewegung münden soll, dann ist was zu tun. Von wem? Von der Besatzung? Ich denke nicht. Von wem? Wie wäre es mit den Völkern? Ich habe es mal verallgemeinert. Dann klingt das nicht so beängstigend, als wenn ich sage, das Volk. Ja, genug für jetzt. Denk drüber nach. Komm ins Handeln. Kümmere dich darum, dass du in der nächsten Zeit versorgt bist, indem du dich jetzt selbst versorgst mit allem Lebensnotwendigen. Und wenn du Überschuss hast, das heißt ein paar Mark 50 extra hast, dann kannst du auch darüber hinaus eine Investition tätigen, die gut ist. Und wenn du was Gutes hierin siehst, dann werde ich das gerne annehmen, sofern es gerne und von Herzen gegeben wird und sofern keine Bedingungen daran geknüpft sind. Denn ich erfülle keine Bedingungen für niemanden. Ich höre nur auf eine Instanz, nämlich auf mein Herz, auf mein Gewissen, also auf das Wissen, was in meinem Herzen liegt. Darum geht es für mich und für jeden, der in die Würde kommen will. Alles Gute in Einigkeit, in Recht, in Freiheit für dieses Volk, für alle Völker, für meine Brüder und Schwestern in Polen und in Deutschland und in der ganzen Welt. Danke.